Hallo? Hallo. Hörst du mich? Ich höre dich gut. Gut. Ich wollte jetzt gerade aufhören. Ach so, okay. Ja, was gibt's noch? Ja, ich finde deine Musik gut, was du spielst. Ah, freut mich. Danke. Ja. Und, kennst du uns schon länger? Ja. Ah, jetzt sind wir wieder ein bisschen da. Und ich muss euch jetzt leider ein bisschen anstrengen, weil sonst wird es mir zu langweilig. Ja. Naja. Kannst du was Schwäbisches spielen? Naja, wenn du singst. Ich? Ja, was soll ich singen? Naja, ich spiele, du singst. Ja, aber was für ein Lied? Ja, kennst du die Schwäbische Lombeliedle? Nee, glaub nicht. Die sind ganz hart. Also die singt man sozusagen hinten in die Dörfer. Ja, ich wohne auch in einem schwäbischen Dorf, aber da singt man das nicht. Ja, vielleicht hast du es nicht gehört. Also, nee, wo ist denn dein schwäbisches Dorf? Von Stuttgart in der Nähe. Genau. Enzkreis, sagt ihr das was? Ja. Ja. Wurmsheim, Wurmberg da. Ja, das kenne ich nicht. Kennst du Schmie? Ja, genau, Bad Cannstatt, gell? Neu, Schmie bei Feinger Enz. Schmie? Ja. Das Dorfle? Ja. Bei Maulbronn? Ja, genau. Ja, da war ich von meinem 4. bis zu meinem 6. Lebensjahr. Achso, okay. So, und jetzt kannst du was singen? Ich weiß nicht, was ich singen soll. Das also ich lerne dir halt was, wenn du nichts kannst, ne? Ich lerne dir ein schwäbisches Lied, okay? Okay. Okay. Muss ich wieder das Klavier einschalten, Sekunde. Kannst du das Klavier hören? Ja. Tonregie, kommt das an? Auch wenn die singt, mach mal Hallo, Hallo. Hallo, Hallo. Sehr gut, kriegen wir hin, okay. Also, ich lerne dir das jetzt, ne? Okay. Ich sing vor. Aha. Und du singst noch. Okay. Mutter, die hat Kirchlebacher. Und du musst dann bloß nachsingen. Kirchlebacher. Ah, okay, gut. Und dann sing ich, wohl innere hole euch. Und dann singst du, wohl innere hole euch. Okay. Und dann komm ich wieder. Und du singst immer nach. Und das erste Mal sing ich noch mit dir mit, damit du ein bisschen Orientierung hast, okay? Okay. Du bist jetzt live auf Kanal Telemedial World. Und wie heißt du? Wanne. Wanne. Ja. Okay, die Wanne. Hat das was mit der Badewanne zu tun? Ja, genau. Okay, also die Wanne singt jetzt mit mir ein schwäbisches Lied auf ihren Wunsch und ich gehe in die tiefen Ahnenreihe von Burgholz, wo wir früher schwäbische Lumberriedler gesungen haben und die ging jetzt so. Ne? Ich fange jetzt an. Ne? Ich kann ein bisschen lauter machen. Hier. Mutter, die hat Kirchlebacher. Nur Kirchlebacher, das reicht. Ah, Entschuldigung. Nochmal. Mutter, die hat Kirchlebacher, Kirchlebacher. Wohl innere hole euch, wohl innere hole euch. Na, ich reiß aufs Ding auf Bacher, jetzt kann sie nicht mehr sagen, juhe. Jetzt zusammen. Na, ich reiß aufs Ding auf Bacher, jetzt kann sie nicht mehr sagen, juhe. Und jetzt singen wir zusammen. Heisa Schwabeliesel, Luft der Rock und Seuchenschüssel. Heisa Schwabeliesel, Luft der Rock und Seuchenschüssel. Okay. Das sind schwäbische Lomberliedler. Also, okay. Willst du noch einen Vers? Weißt du, das ist so schwer. Kennst du es nicht? Ja, aber das ist ja einfach. Musst du bloß nachsingen. Okay. Streng dich an, konzentrier dich. Okay. Nachbarsmarkt hat ein Kindle gekriegt.
Kindle kriegt. Kindle kriegt. Jetzt weiß man's nicht von wem. Jetzt weiß man's nicht von wem. Im Garten springt der Geißbock rum, na schiebt man's halt auf den Juche. Im Garten springt der Geißbock rum, na schiebt man's halt auf den Juche. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. Gar nicht so schwer, oder? Nö. Es ging eigentlich. Ja, aber du singst gar nicht so schlecht, ne? Okay, danke. Ja, also ich fand's okay. Tonregie, ist das angekommen? Ja, ich habe ja da Hanna noch dieses. Ha? Muss ich einschalten? Ich mach's mal an. Und dann können wir das hier, dann haben wir ja hier schon unser Zuschauermikrofon, ne? Dann machen wir nochmal den Soundcheck hier. Jetzt habe ich es hier schön dran. Ne? So, habt ihr es offen? Okay. Dann machen wir noch einen Vers, ne? Okay. Stuttgart ist eine Gerberstadt, Gerberstadt. Da wohnt der Gerberkeck, da wohnt der Gerberkeck. Der gerbt sein Weib schon jahrelang und bringt das Haar nicht weg, juhe. Der gerbt sein Weib schon jahrelang und bringt das Haar nicht weg, juhe. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. Naja, jetzt hat sie so leise gesungen, ich bin zu laut. Ja. Ist nicht schwer, wenn du mir den Text schickst, kann ich so leicht lernen und dann das nächste Mal singen. Ja. Das ist ja eigentlich die Überraschung, weil die Leute müssen immer nur nachsingen und der Refrain, den singst du jetzt mal allein. Ich lerne dir den jetzt, ne? Ich mache jetzt Live-Teaching. Live-Teaching schwäbisches Lomberliedli. Okay, gut. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. 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 Genau, jetzt machen wir das mit Musik. Und singen wir es zusammen nochmal. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. Ich glaube, das klappt nicht, weil wir über den Skype ein bisschen den Tonversatz sind. Wir kommen nicht gleichzeitig an. Ne? Aber ich denke, wir haben trotzdem ein schönes Lied gemacht. Und ja. Ich kenne noch viele Vers. Ne? Da lupft so die Nackenhaar, du. Die kannst nur nach 0 Uhr singen. Na, die sind nicht mehr jugendfrei. Ne? Passt schon. Und machen wir noch. Nachbars Katz hat Junge gekriegt. Junge gekriegt. 6, 7, 8 und 9. 6, 7, 8 und 9. Na, no, waren drei jetzt viele da, die schiebt man wieder, nein, juhe. Na, no, waren drei jetzt viele da, die schiebt man wieder, nein, juhe. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. Heisa Schwabeliesel, Lufterrock und Zeichenschüssel. Ja! Der war klasse. Gut. Okay. Jetzt haben wir doch noch einen guten Spaß reingekriegt. Ah ja. Und wann hast du eine Kamera? Na, okay, ich wollte nicht ringen. Sprache, weißt du? Ja. Ah ja, hast recht. Ich muss die Operation von meinem Hund bezahlen. Mhm. Der hat Arthrose oder halt so einen Verdacht drauf. Mhm. Ja, erzähl noch ein bisschen was von dir. Du wohnst auf dem Dörfle. Du heißt Wanne. Ja. Ist das dein Spitzname, oder? Ja. Ja. Und wie alt bist du? 18 geworden. 18 geworden.
Und bist noch in der Schule? Ja. Ausbildung oder was machst du gerade genau? Berufseinstiegsjahr habe ich gemacht. Das sind gerade Prüfungen nächste Woche, Ja. dann bin ich fertig. Und was machst du dann? Wollte eigentlich Floristin werden, aber irgendwie klappt es nicht so mit der, also mit der Eis, also Note passe eigentlich, aber irgendwie kriege ich eine Absage. Weiß auch Du kannst doch eigentlich gut singen, ne? soll ich Sängerin werden? Ja, ich glaube, dass du eine gute Floristin bist. Wahrscheinlich gibt es eine Kohlgärtnerei, die dich verdient hat. Kann auch sein. Die sollte auch in der Nähe sein, ne? Nicht so weit weg, oder? Ja, ich habe mich in Ludwigsburg beworben, die haben gemeint, das ist zu weit weg, aber es geht eigentlich, soweit Wer ich sehe. ist die, hängt mal in, das ist zu weit weg. Du bist doch der, der reisen muss. Ja, ich weiß, aber die haben geschrieben, Bewerbung, dass ich bin zu weit weg, also von Entfernung und Fahrtweg wäre zu weit, aber eigentlich kommt man von mir gut dorthin, also. Und arbeitest gern mit Pflanzen. Ja. Na? Ja. Also auf Paradise Valley können wir noch einen grünen Daumen brauchen. Wenn du nichts findest, machst du vielleicht mal ein paar Monate Paradise Valley. Na? Was ist denn das? Ja, das ist Ach so, in mal. Thailand, gell? Ja, genau. Da brauchen wir noch einen grünen Daumen. Da können wir jetzt wieder Pinienpflanzen, 10.000 Stück oder so. Na? Okay, schön. Ja, da kaufen wir so 50 cm hohe Bäumle. Na? Und dann pflanzen wir die ein. Machen wir jetzt einen Pinienwald an der Ecke. Okay. Ja, weißt du, vielleicht können wir sowas machen. Gehst du ein bisschen mit mir dahin? Na, na vielleicht, ne? Aber Ja, da aber muss. das Klima, das ist so warm, oder? Ja, deswegen gehen wir dahin, ne? Okay. Ja, also die muss gern mal mögen, aber versuch doch nochmal alle abzuklappern, weißt du? Geh einfach mal persönlich hin, guck dir das Umfeld an. Und in die Gärtnerei draußen und geh los und lass dich führen. Weißt du, so, wenn du Zeit hast, hast du schon einen Autoführerschein, hast du jetzt was zum Fahren? Ja, hast du kein Moped oder so? Wollte ich machen, aber mir fehlt's Geld. Das ist halt ziemlich teuer hier. Ja, Die Fahrschule. das ist natürlich schwierig, wenn du gar nicht so beweglich bist, wie du dann rundkommst. Ja, Bus gibt's ja hier, also Verbindung. Ja, aber ich glaube, du solltest vielleicht auch in deiner Umgebung ein bisschen auf dem Umland gucken, bei den Landgärtnereien. Ja, habe ich schon, aber da suchen sie sehr wenig. Ich würde halt gerne in Stuttgart oder so arbeiten. Ja. Naja. Ja, aber so, ich will schon mehr so, ja, so, beiß dich durch, ne? Naja. Geh, such dir einen Lader raus und sag, dass du das willst, weißt du? Ja, in Illingen ist ein gutes Blumengeschäft, aber die kann leider nicht ausbilden. Darfst das nicht? Hat es mir gut gefallen, habe ich auch zweimal schon Praktikum gemacht, aber ja. Also dann geht er hin und schafft er seither so, denke ich, und sucht dann halt andere. Vielleicht findest du eine Gärtnerei, die die Ausbildungsführung macht, weißt du? Und dass sie Ausbilder da ist und das andere machst dann in der Gärtnerei. Sei hartnäckig, hol dir, was du willst, speis dich durch. Probier's. Danke für den Tipp. Ja, meine Mitarbeiter machen das auch. Der Dennis stand auf einmal da, ne, und hat gesagt, hey, ich mache da jetzt mit. Ne. Und seitdem habe ich nichts mehr zu sagen. Ne. Ne. Der kommt und geht, wie er will, und er hört überhaupt nicht auf mit Schaffen. Ne. Ist doch gut, dass er fleißig ist. Ja, ne, übers Wochenende hat er mein iPad mitgenommen, ne, der Kerl. Ne. Ja, also genau das hier, ne, mit dem, wo ich jetzt mit dir rede. Ne. Und ich komme dann rein, war es nicht, da bin ich total erschrocken, aber er hat mir es natürlich gebracht. Ne. Ciao. Ja. Ja, okay. Hey, ich danke dir nochmal für den Anruf, dass du jetzt die Jungs nochmal ein bisschen aufgehalten hast. Ne? Ich hoffe, die kommen dann morgen früh wieder raus. Ne? Okay, Entschuldigung. Also, ja, nicht entschuldige. Alles gut. Ich danke dir für deinen Anruf. Ne? Okay. Ja, tschüss. Ciao.